So mancher sagt New York und meint eigentlich Manhattan. Aber die City of New York besteht aus 5 Stadtteilen. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn und Staten Island. Auch wir konzentrieren uns auf Manhattan als dem kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Zentrum der Stadt. Das herzlich willkommen am John F. Kennedy Airport mag Ihnen zunächst wie pure Ironie erscheinen, denn Sie warten in einer riesigen Schlange auf die Erledigung der Zoll- und Einreiseformalitäten. Nur mühsam geht's vorwärts. Wenn Sie dann den dunklen Gang verlassen haben, sind die Abfertigungsschalter greifbar nah. Aber es dauert noch mindestens eine Stunde. Eine harte Geduldsprobe, nicht nur für Kinder. Aber bitte bringen Sie Verständnis auch für das strenge Reglement. Die Vereinigten Staaten kennen kein dem Deutschen vergleichbares Meldesystem. Wer einmal im Land ist, kann kaum kontrolliert werden. Hier zunächst die Einreiseformalitäten. Seit Abschaffung der Visumspflicht für Bundesbürger werden die ersten Einreiseformalitäten schon an Bord erledigt. Besitzen Sie von früheren USA-Reisen noch ein Visum, wird das weiße Formular ausgefüllt, ohne Visum das grüne Formular, das einige zusätzliche Fragen zu Ihrer Person enthält. Hinzu kommt in beiden Fällen noch ein Formular für die Zollerklärung. Besorgen Sie sich schon in Deutschland einige Dollar Kleingeld, sonst gibt's als erste Überraschung keinen Gepäckwagen. In der Abfertigungshalle treffen Sie Zollbeamte, die an Ort und Stelle die nötigen Formalitäten erledigen können. Voraussetzung ist kleines Gepäck und Glaubwürdigkeit. Dann können Sie an allen Schlangen vorbei mit dem abgezeichneten Formular in Richtung Ausgang marschieren. Wenn Sie aber verzollen müssen, folgen Sie dem roten Licht und Sie können auch gleich danach die Zollgebühr entrichten. Noch einige Fragen. Was haben Sie mitgebracht? Bis zu 5 Flaschen Spirituosen und 6 Stangen Zigaretten sind erlaubt. Der letzte Beamte kontrolliert dann nur noch, ob Ihr Zollformular ordnungsgemäß abgezeichnet ist. Alles okay? Dann sind Sie endlich im International Arrivals Building angekommen. Unter dem Hinweis Currency Exchange finden Sie eine Wechselstube. Der Kurs ist hier nicht schlechter als in der City. Wir wollen Sie aber zunächst mit Scheinen und Münzen vertraut machen. Gültige US-Währung ist der Dollar. Die Scheine sind alle gleich groß und grün und unterscheiden sich fast nur durch den aufgedruckten Wert. Bei den Münzen ist dies für Ausländer noch schwieriger. Das 10-Cent-Stück enthält keine 10, sondern die Prägung Dime. Und der Quarter sind 25 Cent. Die Zahl sucht man auch hier vergebens. Beide Geldstücke unterscheiden sich in der Größe, wobei der Quarter größer ist als der Dime. So weit, so gut. Aber wie kommen Sie vom Airport in die City? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die schlechteste ist der Leihwagen. Die Straßen New Yorks sind so verstopft, dass Sie eigentlich nie einen legalen Parkplatz finden. Und es wird gnadenlos abgeschleppt. Eine gute Möglichkeit ist der Bus. Der Cary Airport Express bringt Sie für 8 Dollar zum Port Authority Bus Terminal an der 42. Straße. Von hier aus starten auch schließlich die Busse, um Sie am Ende Ihres New York-Besuches wieder an den Flughafen zu bringen. Im Port Authority finden Sie auch die großen Busgesellschaften, die über Land fahren, wie etwa die Greyhound-Busse. Dieser ungeheuer große Busbahnhof ist ähnlich wie ein Flughafen organisiert. Sie kaufen die Tickets an einem Schalter und warten dann am betreffenden Gate, um einsteigen zu dürfen. Port Authority hat jedoch keinen guten Ruf, denn besonders nachts treibt sich allerlei Gesindel herum.
Zwar hat die Verwaltung ein ausgeklügeltes Kontrollsystem installiert, aber der Bus-Terminal ist wegen der enormen Ausdehnung kaum zu überwachen. Meiden Sie also Port Authority gerade in den Nachtstunden. Nun zu den Taxis. Am John F. Kennedy Airport steht ein Uniformierter am Taxistand und drückt Ihnen einen Zettel mit der Registriernummer Ihres Taxis in die Hand. Bei Vorfällen irgendwelcher Art können Sie sich mit der Registriernummer bei der Zentrale beschweren. Aller Erfahrung nach bleiben Taxitarife für mehrere Jahre stabil. Wenn's ans Zahlen geht, erwartet der Taxifahrer zwischen 10% und 20% Tipp, Trinkgeld von Ihnen. Das gilt im Übrigen für alle Dienstleistungen. Bleiben wir beim Verkehrswesen. Die städtischen Busse befahren zum Einheitspreis die Avenues in Nord-Süd-Richtung und umgekehrt, sowie die großen Querstraßen. Sie können so weit und so lange fahren, wie Sie wollen. Das wichtigste Verkehrsmittel ist nach wie vor die Subway, die U-Bahn. Und die ist eigentlich besser als Ihr Ruf. Es gilt der Einheitspreis von $1, unabhängig wie weit Sie fahren. Sogenannte Token, ähnlich den Parkmünzen, erhalten Sie an den Stationskassen. Am Drehkreuz einwerfen und schon stehen Sie auf dem Bahnsteig. Die einzelnen Pfeiler sind mit Up- oder Downtown gekennzeichnet und weisen so auf die Fahrtrichtung des Zuges hin. In den Waggons hängen Orientierungskarten für das gesamte U-Bahn-Netz. Diese Karten erhalten Sie auch gratis an den Kassenhäuschen. Die farbigen Linien zeigen die Streckenführung, Buchstaben und Zahlen kennzeichnen den Zug. Wo sich Linien kreuzen und mit einem Kreis markiert sind, können Sie umsteigen. Buchstaben und Zahlen finden Sie an den U-Bahn-Eingängen wieder. Auf allen Pfeilern der U-Bahn-Station ist zusätzlich die jeweilige Straßennummer angeschlagen. Manhattan ist in Avenues, die schnurgerade von Norden nach Süden, und in Streets, die von Ost nach West verlaufen, unterteilt. Die Luftaufnahme zeigt das sehr deutlich. Nur Downtown, am Südzipfel Manhattans, verlaufen die Straßen europäisch verschlungen. Auch der Broadway, die längste Straße überhaupt, macht eine Ausnahme. Die Sehenswürdigkeiten sind über ganz Manhattan verteilt. Wir beginnen unsere Tour durch die Stadt, die niemals schläft, am Times Square. Der Times Square, das touristische Zentrum Manhattans, wechselt ständig sein Gesicht. Hier wird ein altes Hotel abgerissen, dort ein neues hochgezogen. Es verschwindet ein Radiogeschäft, dafür finden Sie zwei Wochen später einen Imbissladen an gleicher Stelle. Doch trotz aller Bauwut hat der Times Square seinen Charakter bewahrt. Zwischen 42. und 46. Straße kreuzen sich Broadway und 7. Avenue. Das ist der Times Square. Kein Platz im eigentlichen Sinne und dennoch fast eine Legende. Ein Grund dafür sind die Gegensätze, die hier aufeinandertreffen. Neonreklame und hektischer Verkehr drumherum. In der Mitte eine kleine dreieckige Insel, auf der man seelenruhig der Muße huldigt. Die tatsächliche Bedeutung des Times Square besteht darin, dass in unmittelbarer Umgebung alle bekannten Broadway-Theater liegen. Und natürlich auch, dass die Jugend aus aller Herren Länder hier einen beliebten Treffpunkt hat. Ebenfalls auf der Insel steht der sogenannte Ticket Booth, das Times Square Theater Center. Hier erhalten Sie Karten für alle Broadway-Theater zum halben Preis. Allerdings nur zwischen 15 und 20 Uhr für Vorstellungen am gleichen Abend. Wenn Sie Ihre Karten nicht beim jeweiligen Theater selbst kaufen können, geht das in der Regel auch an der Hotelrezeption. Rechnen Sie aber mit einem satten Aufschlag. Erst bei Nacht zeigt das ganze Viertel seinen wahren Glanz. Menschenmassen drängen sich vor den Eingängen. Die Hits der Saison sind natürlich ständig ausverkauft. Hochkonjunktur für Schwarzhändler, die begehrte Tickets auch zu Fantasiepreisen losschlagen.
Die großen Broadway-Erfolge werden oft jahrelang gespielt. Auf eines sollten Sie aber gefasst sein. Von der ursprünglichen Starbesetzung ist dann niemand mehr dabei. Jetzt endlich zeigt sich auch der Times Square so, wie Sie ihn alle aus Zeitschriften oder von Postkarten her kennen. Den Südrand des Times Square bildet die 42. Straße, die Sündenmeile New Yorks. Sexkinos, Peepshows, Creepshows und zweifelhafte Spielsalons liegen hier einträchtig beieinander. Hier ist Vorsicht geboten. Gehen Sie, wenn überhaupt, nicht alleine aus. Tage gibt es auf der 42. Straße zwar das gleiche Angebot, aber Sie können nun unbesorgt hier entlang bummeln. Nehmen wir wieder den Times Square als Ausgangspunkt. Fahren etwa 2 Meilen den Broadway in nördlicher Richtung, so erreichen wir das Lincoln Center. Der Begriff Lincoln Center sagt Ihnen vielleicht nicht sehr viel. Der Name Metropolitan Opera dafür umso mehr. Die berühmte New Yorker Met ist ein Teil des Lincoln Centers. Dazu gehören noch weitere 3 ebenfalls renommierte Aufführungsstätten. Die Spielzeit der Met läuft von September bis ins Frühjahr. In den Sommermonaten gastiert hier das American Ballet Theater und es finden Gastspiele berühmter Künstler oder Ensemble statt. Das New York State Theater, links der Met gelegen, gibt Opern und Operetten. Die Avery Fisher Hall auf der rechten Seite beherbergt die New Yorker Philharmonie. Vom Lincoln Center ist es nur ein Katzensprung in den Central Park, New Yorks grüner Lunge. Um es gleich vorab zu sagen, an den Horrorgeschichten über den Central Park ist viel mehr Falsches als Wahres dran. Es gibt nur eine einzige Vorsichtsmaßregel zu beachten. Meiden Sie den Park in der Dunkelheit. Wie wäre es sonst zu erklären, dass zigtausende New Yorker nach wie vor Ruhe, Erholung und Entspannung im Central Park suchen? Oder Reiter auf stillen Wegen ihrem Vergnügen nachgehen? An den Sommerwochenenden erfolgt die große Invasion. Jogger und Radfahrer bevölkern die Wege und Straßen. Ganze Familienclans ziehen mit Picknickkörben und Sonnenschirmen in den Park. Und Sie können, wenn Sie die Geduld dazu aufbringen, die komplizierten Regeln des American Football ergründen. Auch das Baseballspiel muss gelernt werden. Und unser Fußball heißt hier Soccer.
nehmen Sie sich die Zeit, den Central Park kennenzulernen. Er ist einfach fantastisch. Für die Fußfaulen stehen am Plaza Hotel an der 59. Straße Pferdekutschen bereit. Der Park wurde schon 1858 eingerichtet und nach den Prinzipien der alten englischen Gartenbauarchitektur angelegt. Das heißt, die Planer hielten sich weitgehend an das natürliche Gelände. Das Belvedere, eine Art Märchenschloss, wurde schon 1872 errichtet. Heute ist es immer noch ein beliebter Aussichtspunkt mit Blick auf die Häuserkulisse am Rande des Parks. Hier am Belvedere wird auch sichtbar, warum sich New Yorks Wolkenkratzer in Midtown und im Süden konzentrieren. In diesen Bereichen Manhattans besteht der Untergrund aus harten Granitfelsen. Nördlich des Central Parks zwischen 110. und 155. Straße erstreckt sich Harlem. Der Bezirk New Yorks, der zum Inbegriff des Slums geworden ist. Dabei war Harlem bis weit in dieses Jahrhundert eine bevorzugte, gut bürgerliche Wohngegend und ist es auch heute noch, oder genauer heute wieder. Jedenfalls in Bezirken wie Sugar Hill oder entlang des Morningside Parks. Aber in Central Harlem entsprechen unsere Klischee-Vorstellungen den tatsächlichen Verhältnissen. Ausgebrannte Häuser und Scharen herumlungernder, arbeitsloser Jugendlicher. Selbst die in Midtown so vornehme Fifth Avenue ist hier in Harlem eine trostlose Meile. Wer aber New York wirklich erkunden, die Gegensätze ausdehnen und mit denen diese Stadt lebt, begreifen will, muss auch nach Harlem fahren. Am besten mit einer der organisierten Bustouren. Bestimmt wird sich Ihr Harlem-Bild dann ändern und Sie werden feststellen, dass trotz der Elendsviertel Harlem ein interessanter und vitaler Ort ist. Etwa sonntags an der Mother Aim Zion Church, die im Übrigen für ihre Gospel-Gottesdienste bekannt ist. Hier funktioniert das Gemeindeleben, der neueste Klatsch wird ausgetauscht, genau wie bei uns auch. Vielleicht besuchen Sie auch das legendäre Apollo, wo Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Count Basie oder Duke Ellington ihre ersten großen Erfolge hatten. Wie überhaupt Harlem mit der Geschichte des Jazz untrennbar verbunden ist. Straßenprediger oder Informationsstände religiöser und politischer Gruppierungen jedweder Schattierungen sind aller Orten anzutreffen. Im schwarzen Harlem haben die Kirchen und Gemeinden eine weit größere Bedeutung als im übrigen New York. Sie sind nicht nur religiöse Heimat, sondern auch politische, kulturelle und soziale Instanz. Und sie waren lange Zeit auch Schulen, denn bis in die 50er Jahre durften schwarze Kinder keine weißen Schulen besuchen.
Vom schwarzen Harlem aus lohnt ein kurzer Abstecher nach Spanish Harlem. Hier ist vor allem der Markt La Maquita interessant. Neben exotischen Früchten viel Klimbim und knallbunte Kleider. Doch zurück zu Harlems Problemzonen. An vielen Ecken wird abgerissen, renoviert, restauriert und vor allem investiert. Vordergründig eine positive Entwicklung, für die Mehrheit der Bevölkerung jedoch eine Bedrohung. Die steigenden Mieten können viele schwarze Familien nicht mehr bezahlen. Am Nordzipfel Manhattans finden Sie mit Cloisters, nach all dem großstädtischen Getöse, eine Oase der Ruhe. Wem das mittelalterliche Gemäuer des Fort Tyron Parks etwas deplatziert vorkommt, hat recht. Denn Rockefeller Senior hat das Kloster Stein für Stein in Europa abtragen und hier wieder aufbauen lassen. Neben den kostbaren sakralen Kunstgegenständen beherbergt das heutige Museum eine umfangreiche Sammlung von Holzschnitten und Wandteppichen. Die A-Linie der U-Bahn und ein Spaziergang durch den Central Park führt Sie von den Cloisters zur Museum Mile. New Yorks bedeutendste Museen haben dem Abschnitt der Fifth Avenue entlang dem Central Park diesen Ehrennamen eingetragen. Das berühmteste von allen ist das Metropolitan Museum of Art. Das größte Museum Amerikas besitzt heute mehr den Charakter eines riesigen Kunstkommunikationszentrums, was sich nicht nur auf dem Bürgersteig davor zeigt. Durch viele Sonderveranstaltungen und eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit konnte das Interesse breiter Bevölkerungsschichten geweckt werden. Seine ägyptische Sammlung ist die umfangreichste außerhalb Kairos und besitzt als Prunkstück den Tempel von Dandur, der hier originalgetreu wieder aufgebaut worden ist. Der Tempel wird im Übrigen von echtem Nilwasser umspült. Bei der Erweiterung des Metropolitan Museums ist der alte Eingang durch eine Glasüberdachung mit in den Innenbereich einbezogen worden. Die Zahl von Bildern und Objekten sowie der Umfang einzelner Sammlungen ist so überwältigend, dass Sie sich vorher einen Besuchsplan machen sollten. Einzigartig und unbedingt empfehlenswert ist die Sammlung südpazifischer Kunst. Sie ist von Rockefeller Jr. zusammengetragen worden, der auf seiner letzten Pazifik-Expedition verschollen ist. So blieb die ursprüngliche Leihgabe dem Museum erhalten. Ein fünfminütiger Fußweg auf der Fifth Avenue in nördlicher Richtung bringt Sie vom Metropolitan zum Guggenheim Museum. Wie ein riesiges Schneckenhaus breitet sich der architektonisch bemerkenswerte Bau zwischen 88. und 89. Straße aus. Dieses Museum lässt sich am besten auf dem umgekehrten Weg erschließen. Das heißt, fahren Sie gleich mit dem Aufzug zur obersten Station und gehen Sie anschließend die stufenlose, spiralförmige Rampe ins Foyer hinab. Neben den Meistern der klassischen Moderne wie Chagall, Klee oder Kandinsky
finden Sie hier einen repräsentativen Querschnitt der Gegenwartskunst. Nach derart intensivem Kunstgenuss wird es höchste Zeit, sich wieder ins pralle New Yorker Leben zu stürzen. Zum Beispiel am Rockefeller Center. Zwischen 1931 und 1940 erbaut, ist das Rockefeller Center immer noch der größte Gebäudekomplex der Welt in Privathand. Das Café auf der Plaza ist besonders zur Mittagszeit der Treffpunkt. Ein idealer Platz für People Watching, also um Leute zu beobachten. Im Winter wird die Rockefeller Plaza von einem gigantischen Weihnachtsbaum überstrahlt und das Café ist einer Eisbahn gewichen. Das 259 Meter hohe RCA Building ist gewissermaßen der Bergfried des Centers. Hier ist auch die NBC, eine der großen Rundfunk- und Fernsehgesellschaften, untergebracht. Ein Besuch ist allemal lohnenswert, denn wer weiß schon, wie die Studiotricks der Fernsehmacher funktionieren. Oder, wenn Sie wollen, können Sie in der Originaldekoration Ihre eigene Johnny Carson Show machen. Johnny Carson, will they think of the Tonight Show? That's right, and very few people think of you. Ansonsten lernen Sie bei der umfangreichen Führung jede Menge über Organisation und den technischen Ablauf eines großen Studiobetriebs kennen. Wussten Sie, dass die Kassetten mit Werbespots sekundengenau per Automat eingeklinkt werden? Für den deutschen Fernsehzuschauer ein Albtraum. Leider können Sie sich das RCA Building nur von unten oder aus der Bar im 65. Stockwerk anschauen. Die Aussichtsplattform ist inzwischen für Besucher gesperrt worden. Schade. Denn die Aussicht auf den Central Park oder der Blick in Richtung Downtown gehört zu den fantastischsten Eindrücken von New York. Auf dem Weg zum UNO-Hauptquartier am East River machen wir eine kurze Stippvisite im Grand Central Station. Davor eine lange Reihe mit Schuhputzern und in der Halle fällt der Blick als erstes auf die antike Messinguhr am Informationsschalter. Der 1913 fertiggestellte Neorenaissance-Kuppelbau steht seit langem unter Denkmalschutz. Unter der Erde kreuzen drei U-Bahn-Linien und bilden ein Labyrinth von Treppen und Gängen.
4 Blocks von Grand Central Station entfernt, der 42. Straße entlang in Richtung East River, liegt der Hauptsitz der Vereinten Nationen, die UNO. Der Gebäudekomplex, von berühmten Architekten, darunter Oscar Niemeyer und Le Corbusier, entworfen, war ein Geschenk von John D. Rockefeller Sr. Im Jahr 1952 tagte hier die erste UNO-Vollversammlung. Als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes waren die Vereinten Nationen 1945 von zunächst 52 Staaten gegründet worden. Heute unterhalten über 150 Länder hier eine Vertretung. Erst 1973 wurde die Bundesrepublik in die Weltorganisation aufgenommen. Ein Besuch des UNO-Hauptquartiers, am besten unter fachkundiger Führung, ist unbedingt empfehlenswert. Man erwartet aber angemessene Kleidung von ihnen. Das Hauptziel der UNO ist die Sicherung des internationalen Friedens. Mit welchen Instrumenten dieses Ziel durchgesetzt werden soll und wie erfolgreich und allzu oft leider auch erfolglos die UNO mit ihren Bemühungen war, zeigt eine ausgezeichnete Dokumentation im Inneren. Die etwa zweistündige Führung bringt sie zu allen markanten Punkten des Hauptquartiers, zum Beispiel auch in den Sitzungssaal des Sicherheitsrates. Sie erfahren ebenso alles Wissenswerte über Geschichte, Unterorganisationen und die ständigen Aufgaben des Weltbundes. In den Mittelpunkt des Weltinteresses rückten die Vereinten Nationen 1988, als die Blauhelmsoldaten der UNO-Friedenstruppen den Friedensnobelpreis erhielten. Ein Höhepunkt der Besichtigungstour, der Saal der UN-Vollversammlung. Deprimierend dagegen, als Mahnung gedacht, Objekte und Kleidungsstücke aus Hiroshima. Doch setzen wir die Erkundung Manhattans nun fort mit dem Besuch des wohl berühmtesten Gebäudes der Stadt, das Empire State Building. Über 2 Millionen Besucher im Jahr genießen hier den unvergleichlichen Blick auf New York. Das 381 Meter hohe Bürogebäude war Vorbild für alle Wolkenkratzer dieser Welt. Seine architektonische Harmonie ist allerdings nie wieder erreicht worden. Den Haupteingang finden Sie an der 34. Straße. Von hier gehen auch die Fahrstühle nach oben. Riesigen Tagen wird die Bezeichnung Skyscraper, Wolkenkratzer, augenscheinlich. Und des Nachts erhebt sich das Empire State Building majestätisch aus dem Lichtermeer Manhattans. Vom Empire State Building aus bietet sich ein Bummel auf der 34. Straße an. Vorbei an kleinen Geschäften und fliegenden Händlern gelangen sie, in westlicher Richtung gehend, unweigerlich zu Macy's, dem angeblich größten Kaufhaus der Welt. Der
erster Eindruck ist in der Tat überwältigend. Es muss ein Kunde von Macy's gewesen sein, der den Begriff Konsumtempel geprägt hat. Marmorböden, dezente Beleuchtung, edle Waren in großzügigen Auslagen kennzeichnen Macy's ebenso wie Touristenkitsch der billigsten Art. Da wir nun einmal beim Thema Einkaufen sind, kommen wir auch gleich zu Bloomingdale's in der Third Avenue. Hinter der eher schäbigen Fassade verbirgt sich eines der elegantesten New Yorker Kaufhäuser. Die Parfümerie bei Bloomies ist ebenso reichhaltig wie die bei Macy's. Das gesamte Angebot ist aber weniger old-fashioned. Ihre Dollars werden sie hüben wie drüben los. Nicht nur einen Hauch von Luxus, sondern in jedem einzelnen Laden das Feinste vom Feinen finden sie im Trump Tower. Marmor, Messing und Spiegelglas sind die vorherrschenden Baustoffe und ein künstlicher Wasserfall im Foyer schafft die richtige, entspannte Kaufatmosphäre. Vor diesem Gebäude seien sie ausdrücklich gewarnt. Zumindest dann, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Denn FAO Swartz ist ein Spielzeugsupermarkt, der seinesgleichen sucht. Auf mehreren Etagen gibt es wirklich alles, was Kinderherzen schneller schlagen lässt und ihr Bankkonto schmälert. Bis hin zum kleinen Lamborghini für den Nachwuchsrennfahrer. Viel billiger als der von Fatih soll er auch nicht sein. Videocheck ist, Sie können es schon ahnen, der größte Videoladen der Welt. Doch Vorsicht, die normalen US-Videos laufen nicht in unseren Geräten mit der PAL-Fernsehnorm. Fragen Sie also nach PAL-Kassetten. Und wenn Sie dann nach einem anstrengenden Einkaufstag rechtschaffen müde sind, können Sie sich so richtig auf Ihr Hotel freuen. Das altehrwürdige Plaza, direkt am Südrand des Central Parks, ist immer noch New Yorks erste Adresse. Das traditionsreiche, etwas plüschige Waldorf Astoria steht dem Plaza kaum nach. Ganz im Gegensatz zu beiden das hypermoderne Marriott Hotel. Die Lobby des Hotels ist so groß, dass unter Glas ganz normale Bäume gedeihen. Kennen Sie vielleicht die folgende Telefonnummer? Pennsylvania 65000. Pennsylvania 65000. Pennsylvania 65000. Haben Sie es gewusst? Die Nummer des New York Panther Hotels. Glenn Miller hat seinem Lieblingshotel mit dem berühmten Song ein ewiges Denkmal gesetzt. Auch das Panther gehört zu New Yorks Luxushotels. Ein, zwei Nummern kleiner und dennoch ganz zentral geht's auch. Zum Beispiel im Hotel Orchard. Oder das Chelsea Hotel.
Nicht nur als Herberge berühmter Literaten ein Begriff, sondern ebenso bekannt wegen seiner Galerie moderner Malerei in der Hotellobby. Das Hotel Wales sowie das Excelsior sind ebenfalls keine schlechten Adressen und nach unseren Maßstäben erschwinglich. Für den ganz schmalen Geldbeutel bleibt eines der vielen YMCAs in New York. Der Süden Manhattans beginnt mit Greenwich Village. Der Washington Square ist gewissermaßen der Eingang. Greenwich Village sei das eigentliche New York, meinen die einen. Ganz nett fürs Amüsement, aber der richtige Business laufe woanders, sagen die anderen. Wie so oft haben beide Seiten recht. Ein interessantes, quirliges Viertel ist das Village allemal, auch wenn sein Ruhm als New Yorker Künstlerviertel inzwischen etwas verblasst ist. Kneipen, Cafés, Restaurants, Boutiquen, Shops für alles und jeden finden sie im Village. Der Strand Bookstore ist berühmt für seine Discountpreise. Barnes & Noble gilt als die größte Buchhandlung der Welt. Im East Village rund um den Tompkins Square siedelten im 19. Jahrhundert tausende deutscher Einwanderer. Die Ottendorfer Bibliothek zeugt noch heute vom ehemals deutschen Kulturleben in diesem Bezirk. Schon wieder ein Superlativ. Tower Records, der größte Plattenladen der Welt. Wer aber als Schallplattenfan mehr auf Oldies steht, der findet bei Sounds am St. Mark's Place Rock- und Jazzplatten, die bei uns schon lange aus den Regalen verschwunden sind. Die Galerien im Village oder in Soho gelten nach wie vor als Trendsetter. Kunstströmungen, die bei uns populär sind, können Sie in der Regel schon einige Zeit vorher hier in Augenschein nehmen. Sich im Village zurechtzufinden ist gar nicht so einfach. Der ideale Führer ist die Village Voice. Neben einem exzellenten allgemeinredaktionellen Teil finden Sie eine wöchentliche Berichterstattung zur aktuellen Kulturszene. Unter der Rubrik Cheap Thrills kostenlose oder preisgünstige Veranstaltungen. Und natürlich jede Menge Anzeigen. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl von Szene-Treffpunkten und Restaurants. Das gemütliche Fanelli Café. Im Bellatoo gibt's preiswertes und gutes Essen. Das Bamboo House ist ein Insider-Tipp für hervorragendes chinesisches Essen. Indische Restaurants reihen sich an der 6. Straße wie Perlen auf einer Kette. Das Astor Place Theater ist eine interessante Experimentalbühne. Allerdings gibt es so viele Theater und Kabarets im Village, dass wiederum nur der Blick in die jeweils aktuelle Village Voice weiterhelfen kann. Im Lone Star kommen die Country- and Western-Fans auf ihre Kosten. In Kenny's Castaways die Folkies.
Das legendäre Blue Note hat viel vom alten Glanz verloren, bringt aber nach wie vor nur Spitzenjazzer auf die Bühne. Mit dem Limelight, einer Riesendisco in einer ehemaligen Kirche, etwas nördlich vom Village gelegen, beschließen wir den kurzen Ausschnitt. Südöstlich von Greenwich Village, nur durch die Canal Street getrennt, breiten sich Chinatown und Little Italy aus. Das Viertel zwischen Canal und Houston Street ist seit der Jahrhundertwende fest in der Hand italienischer Einwanderer. Böse Zungen behaupten, das beste italienische Essen gäbe es außerhalb Little Italys. Dennoch, im Benito 2 und seinem Pendant Benito 1 können Sie hervorragende Pasta genießen. Und natürlich auch alles, was noch danach kommt. Mit einem Satz über die Canal Street sind sie in einer anderen Welt. Nach offizieller Zählung leben rund 80.000 Chinesen in Chinatown. Obst, Gemüse und Fischhändler bieten ihre Ware feil. Und aus zahllosen Garküchen strömt ein exotischer Duft. Von den vielen Restaurants braucht man keines besonders hervorzuheben. Das Essen hat durchweg eine gute Qualität. Auf der Mott Street, der Hauptstraße, gibt's nicht nur den üblichen Touristenkitsch, sondern auch wertvolle Asiatika. Gehen Sie von der Canal Street einige Blocks in nördliche Richtung, so stoßen Sie auf die Delancey Street. In einer ihrer Seitenstraßen, der Orchard Street, erwartet sie ein besonderes Erlebnis. Die kleinen, unscheinbaren Bekleidungsgeschäfte gehören überwiegend jüdischen Kaufleuten. Und was niemand hinter den einfachen Schaufenstern vermuten würde, europäische Designermode, hochaktuell und bis zu 40% billiger als in den Kaufhäusern Uptown. Den schönsten Blick auf die Skyline New Yorks haben Sie vom Ostende der Brooklyn Bridge. Harfe aus Stahldrähten wird sie ehrfurchtsvoll genannt und sie ist in der Tat die schönste von allen New Yorker Brücken. Unterhalb der Brooklyn Bridge erstreckt sich der South Street Seaport mit dem Fulton Fish Market als Zentrum. Wer hier noch echte Fischmarktatmosphäre schnuppern will, muss früh aufstehen und wird vielleicht sogar enttäuscht sein. Denn der Fischmarkt spielt für die Versorgung New Yorks kaum noch eine Rolle und dementsprechend gering ist der Umschlag. Interessanter hingegen ist der unmittelbar daneben gelegene Fulton Market.
Eine restaurierte Markthalle mit allerlei Geschäften, Restaurants und Cafés. Der belebte Platz davor ist immer ein gutes Forum für Gaukler und Artisten. In dem großen Segelschoner am Hafen ist ein Schifffahrtsmuseum untergebracht. Die Südspitze Manhattans wird dominiert vom Financial District mit der New Yorker Börse in der Wall Street als unangefochtenen Mittelpunkt. Das Gebäude der Stock Exchange wurde 1903 seiner Bestimmung übergeben und war von Anfang an einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt. Obschon Datennetze die Wirtschaftszentren in aller Herren Länder hier verbinden, vollzieht sich die Börseneröffnung nach dem traditionellen Ritual. Das hektische Treiben können Sie von einer verglasten Zuschauertribüne aus beobachten. Und natürlich bringt eine Non-Stop-Fernsehübertragung das Börsengeschehen live in jede amerikanische Wohnstube, vorausgesetzt, man zahlt dafür. Auf kaum einer halben Quadratmeile halten eine halbe Million Banker und Börsianer den Geldfluss in Gang. Touristen werden hier magisch angezogen. Zwischen den Geldpalästen eingezwängt hat sich bis heute die Trinity Church behauptet. Sie ist schon die dritte Kirche an dieser Stelle und wurde 1846 vollendet. Rund 30 Jahre lang war sie das höchste Gebäude New Yorks. Auf dem Friedhof ringsum liegen den Grundstückspreisen nach die teuersten Gräber der Welt. Rund eine Viertelstunde Fußweg trennt die Trinity Church vom World Trade Center. Seit Mitte der 70er Jahre sind die Zwillingstürme des Handelszentrums mit 411 Metern die höchsten Gebäude der Stadt. Von der Aussichtsplattform geht der Blick weit über Brooklyn und Queens hinaus. In südlicher Richtung erspähen Sie ganz klein das letzte Ziel unserer Manhattan-Tour, die Freiheitsstatue. Natürlich will jeder einmal auf Liberty Island gewesen sein, um der berühmten Dame in die Krone zu steigen. Die Überfahrt beginnt am Castle Clinton. Gerade im Sommer müssen Sie mit langen Wartezeiten rechnen, denn, wie schon gesagt, jeder will mal. Und schließlich steht Ihnen dann eine ziemliche Treppenkraxelei bevor. Aber der Ausblick auf Manhattan schlägt alles bisher Gesehene. 1885 kam Miss Liberty als Geschenk des französischen Staates in New York an. Seitdem war sie für Millionen Einwanderer das Symbol für eine hoffnungsvolle Zukunft in Freiheit. Trotz aller Probleme wird in keiner anderen Stadt deutlicher, dass Menschen vieler Rassen und Nationen friedlich miteinander leben können.